Es ist wenig Platz und es gibt viel zu tun. Zum Glück haben Livia und Mauro einen kleinen Wäscheständer. So können sie ihrer Mutter helfen. Klar kann es der große Bruder schon besser. Und klar geht auch mal was schief. Aber Livia hat schon verstanden, wie man Wäsche schüttelt. Dabei hat es ihr die Mama nur einmal gezeigt. Livia, das war mit Glashand, so sie den Boden abschießen. Ja. Das ist ja. Aber du kannst mir es geben, Livia. Du musst da hoch. Nein, Mama, ich will nicht rausnehmen. Das Hin und Her von Slips, Lappen, T-Shirts, Boxershorts und Kissenanzügen wird begleitet vom Hin und Her von Wörtern und Sätzen. Und die kleine Livia ist selbstverständlich mit dabei. Den grünen, flauschigen Lappen gibt sie aber nicht aus der Hand. Auch Mauro ist ganz bei der Sache. Das nur noch Eis. Da. Okay. Da. Das nicht. Mami, jetzt mal schauen, wie mies aussieht. Super, aufgehängt, ja. Mies, ein Kraftwort. Mauro ist stolz und das mütterliche Lob freut ihn. Dabei sein und mittun ist alles. Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie ins Alltagsgeschehen einbeziehen und die Vorbilder sind.